Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem Anduin. Grüß euch. Zack, ich kann da nicht springen, weil ich springe in die Schräge. Wir haben geskillt, zack, oder? Zack an. Wir haben die, ja, was hast denn geskillt? Tools mit Ding habe ich in die Höhe geskillt. Okay. Also ich sollte jetzt 25er extern Schaufeln zum. Nicht 25er, 50er machen. Das ist jetzt ein bisschen anders wie in der Alpha 15. Gut, ich habe Camel und, also im englischen 70s heißt es Camel, das eine, und das andere Survivor, glaube ich, also wo man weniger trinken und essen braucht. Das habe ich geskillt. So, da stehen auch Säulen darunter. Gut, ich mache mir mal gleich am Weg, ja. Soll ich da, okay, da welche reinstellen, dass der nicht gleich überfällt? Okay. Nein, steht eh schon drin. Nicht irgendwie muss ich mich daran gewöhnen, dass der sehr steuer runtergeht. Ich will aber loslaufen. Nicht bitte. Und dann brich ich mir da was. Keine Ahnung. Grube fallen, ja. Achso, nein, aber der Hang ist so steil runter. Okay, nein, ich versuche, ich werde ein bisschen was farmen und werde es dann abdecken, damit wir auch nicht reinfallen in das Loch. Mhm. Vor dem Loch, vor der Höhle habe ich weniger Angst, als wie vor dem steilen Abhang. Okay. Dort erwischt es mich mal. Irgendwie bin ich gar nicht schnell. So, ich hole Wasser und gehe auf die Jagd, weil wisst ihr noch, die vorigen Folgen für uns ist übrigens jetzt ein paar Tage her. Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen Pause gehabt, weil wir bei Fortress-Kräfte einiges farmen mussten und herrichten für die nächste Staffel. Wir sind da mit der Staffel, Tibra, hilf mir, vier durch. Drei ist durch. Drei ist durch und vier beginnen wir. Und damit wir da nicht komplett dort starten, wo die drei aufgehört hat, haben wir da jetzt ein bisschen was gebumpt. Wenn wir eine Spur weiter sind. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Holz, nur um mal zurück zu 7 Days zu kommen. Jawohl. Für die Spikes und die Absicherung, dass wir die erste Horde überleben, ne? Und wir brauchen Fleisch. Fleisch, Essen, ja. Dass wir generell einmal überleben. Was war das? Du, was? Hinter mir hast schon Bäume abgebaut, oder? Ja. Ah, schreck mich. Naja. Nee, wie immer hören wir von beiden in Ingame Sound. Wenn man da so in Ruhe dahin werkelt und auf einmal kracht hinter einem der Baum. Na schau, meine erste 50er Axt. Sehr cool. Ja. Da muss dann mir jetzt auch mitmachen für läffig, weil ich werde, damit ich nicht so viel Wasser und Essen verbrauche, gehe ich einmal schon auf das. Mhm. Du gehst aufs Werkzeug und dann wechseln wir sie ab. Alles klar, guter Plan. Ich werde dann als nächstes schon einen Tyrannosaurus nehmen. So. Ich werde mal da die Gegend abholzen. Okay, du hast Feindkontakt. Ja, ich sehe natürlich rundherum, wo welche bin, aber selbst versteckt. Das funktioniert so, aber, glaube ich, jetzt ganz gut, gell? Wenn man versteckt ist, dass die einen nicht so schnell sehen. Wenn man herumschleicht, hält das relativ gut, ja. Also wenn man nicht gerade Fleisch und so Sachen drin hat. Was sich ja bei dir relativ schnell ändern wird. Schauen wir mal, ob wir Jagdglück haben. Ja, die Wildschweine, die gehen jetzt auf einen los, also. Also du meinst, das ist besser, ich suche mir ein armseliges Kanickel. Für den Anfang? Einen Hirsch, ne? Achso, ja. So, Steine werden wir brauchen. Jede Menge. Ah, da unten ist ja ein ganzes Feld voll so Steine. Ja, da arbeitet man sich hin. Sehr gut. Da kommt er jetzt als mögliche raus, wenn er drauf einschlägt. Oh. Musst du genau zu mir kommen. Sie haben dich lieb? Ja, aber ich sie nicht.
Mir fehlt das soziale Zombie-Ader. Oh, der andere ist da drüben. Okay. Also über Zombies können wir uns eigentlich nicht beklagen, wenn ich das vergleiche mit den Singleplayer-Aufnahmen, die wir jetzt da teilweise gesehen haben. Also sobald man Multiplayer spielt und auf dem Server ist das Game wirklich anders. Ja. Das ist kein Vergleich. Singleplayer auf Schwierigkeitsgrad, Standard auf 3 ist am Client, beim Server ist 2, ja, weil der Server mit 0 beginnt. Und die Rennen unterschiedlich? Ist beim Singleplayer auch tagsüber, ja, das ist irgendwie sehr entspannend. Ja. Auf dem Server ist es heftig. Ja, erwische ich das? Nee. So, dadurch, dass ich auch den Ingame-Sound von anderen höre, drehe ich mich immer um, weil ich nicht weiß, ob das bei mir oder bei ihm ist. Ja, du bist ja eher stationär unterwegs, geh einfach in die Hocke. Ja, aber ich sehe da unten ein Feld voll Steine und wir brauchen hier Material. Oh, ein Nest. Bin jetzt versteckt. Das wäre mal ein guter Zeitpunkt. Auch Nester kann man abbauen, weil wir haben keinen Respawn, gell? Ja. So. Wobei ich nicht weiß, ob es für die Nester gilt. Ach so. Also die Müllsäcke und so baue ich ab, aber Nester habe ich ehrlich gesagt noch nicht abgebaut, weil ich noch immer hoffe, dass die Nester, was ja sinnvoll wäre, mit der Zeit sich wieder füllen, ja. Auch wenn es keine sichtbaren Vögel gibt. So. Eisen kommt raus, Kohle kommt raus, das ist eine feine Geschichte. Also wir haben derart viele Zombies. Da kann ein Hirsch gar nichts unterwegs sein. Und wenn ist er ständig am Sprinten. Okay. Ich höre immer nur. Oh. Oh, was? Nein. Hirsch. Voraus. Oh, noch ein Nest, das ist fein. So, ich fürchte. Hast du genug Pfeile? Ich werde ihn leider mit dem ersten Pfeil wahrscheinlich nicht erlegen. Noch nicht, nein. Ich habe. Oh doch, Kopfschuss. Haben wir einen Klick. Cool. Her mit dem Fleisch und mit dem Fett. Ihr blöderweise das Fett zu Teller verkocht. Man braucht es für die Fackeln aber im Rohzustand. Dumm gelaufen. Wo ist er jetzt? Da ist er. Ja, stimmt. Die Pause ganz sicher, dass man Tellers braucht. Ja. Aber wir kriegen gerade jede Menge. Okay. Fett. So, ich denke, ich werde im Hintergrund mal Spikes machen. Na, das haben sie jetzt da cool gemacht. Du nimmst den Hirsch aus, kriegst Fleisch und Fell und Fett. Ja. Und nimmst dann die Überreste aus und kriegst den Knochen. Ah ja. Und dafür auch. Aber sonst nichts, wenn ich das richtig gesehen habe. Haben wir bekommen Leder? Ja, natürlich. Ja, Fell. Also Fell. Ah, sehr Leder gut. Müssen das kannst du gleich zu Leder verarbeiten, ohne irgendwas. Und das Leder brauchen wir ja für den Bello, für die Schmiede. Jo. So. So, umweltbewusst wie wir sind, nachdem wir die in die Müllsäcke herumgestellt haben, bauen wir es gleich ab. Genau, wir sind grün. Irgendwann gibt es dann wieder mal Natur ohne menschliche Überreste oder Müllsäcke oder sonstiges. Mhm, wer es glaubt. Zumindest da in-game. Was war das da vorne? Aha.
Spannend, was ist das da vorne? Da ist doch ein Wasser. Warum sehe ich da Ruine? Eine Ruine? Ja. Das ist die Stadt, oder? Ah, das so, das ist wegen der Weitsicht, die ich hingestellt habe. Drum. Denk mal grad. Ja, ja, da sehe ich bis rüber. So. Da ist eine ganz eine coole Fabrik drüben. Ja. Oder es ist wieder so ein Händler, aber der hat so rot-weiß-rote. Ich bin gejagt. Scheiße. Ja. Denk mal grad. Höre ich da was hinter mir? Ich bin's nicht. Ich bin noch immer gejagt, jetzt ist es natürlich heftig mit dem Fleisch drinnen. Mhm. So, aber wir lassen uns da nicht einschüchtern. So. Ach ja, das ist bei dir, ne? Ja. Wer bist denn du? Michael Jackson? Ach, ich mach mal 3 Scrap. Das ist, glaube ich, der Businessman, der neue. Mit okay. Krawatte. Dunkler Anzug. Ah. Krawatte, dunkler Anzug. Vielleicht zur Sonnenbrille? Marx Bros. Oder so? Man in Black. nein. Michael Jackson, deshalb ein bisschen so wie so ein. Ja. Moonwalk? Nein, genau. Nicht ganz weißhäutig. Schaut ein bisschen wie ein Mischling aus. Okay, da kommt der nächste Zombie. Den Fleischgeruch dürften es verschärft haben, kommt mir vor. Es ist kaum mehr möglich, dass ich mich noch irgendwann ins Versteck wechsle. Jetzt. Okay. So. Dann mal rauf da auf den Felsen. Wo ist da die Höhle? Ah ja, ich sehe die Höhle. Die versuche ich abzudecken, weil ich mit meinem Geschick schaffe das natürlich, ne? Ja, und wir wollen ja auch keine Zombies drin haben. Aber ich werde nur du mal könntest mit die Pilze rausholen. Die Frage ist, will ich da rein? Naja, schlimmstenfalls ist ein Bär ganz drinnen. Okay. Aber so weit müsste nicht. Also ich bin ein Stück sehr rein beim der letzten Aufnahme, aber wirklich nicht weit. Und man sieht dann sofort Pilze drinnen. Ja, ich hab schon gesehen. Wenn es nicht allzu steil wird, zumindest die ersten könnte das draus holen. Ja, das mache ich ja anders mal. Ja. Okay, na dann mag ich dann. So. Okay. Ich werde aber rundherum mal alles wegnehmen im Gras. Wäre cool, wenn es wie beim Eingriff deine Angel gibt. Mhm. Und man aus den Flüssen dann so per Zufall Fische oder so rausbringt. Ja. Was für einen Bogen hast du? 25, gell? 25, ja. Ah, da könnte ich dir dann auch was Größeres. Bitte, ja, wäre toll. Checken. Bogen, Keule, Schaufel und Steinaxt, bitte. Jep. Ich glaube, das ist ja bei dir jetzt schon alles höher, ne? Ja, ein bisschen. Das ist schön, was ist das da vorne? Wow, was ist das Cooles? Ist bei dir in der Nähe ein Zombie? Ja. Okay. Ist das eine Fabrik oder was soll das sein? Ach, bei mir ist eine blöde Tusse. Das ist voll coole Gebäude. Ja. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir bei unseren weitermachen. Da ist mit Flachdach
Stein. Oh, ich habe Standbild. Ich bin rausgekickt. Ja, du bist rausgeflogen. Okay. Connect to Server. Submit. Ich habe in der Nähe einen Zombie. Kack ist wahrscheinlich das Bandicam. Na, Bandicam macht. Ah, das ist ein Händler. Brav weiter. Ich hoffe ja nur nicht, dass mich der Zombie da irgendwie. Oder ich werde wach und guck. Wow, ist der cool. Der Händler? Ja, voll geil. Ist das bei dir oder schon bei mir? Was bei dir? Den Zombie, das, den ich höre. Ja, das ist bei mir. Das war knapp. Okay. War gierig, wie wir sind, wollen wir nichts liegen lassen. Ein Stück nördlich rauf, die Biome dürft ihr jetzt auch vom Höhenunterschied her richtig erstellen, weil wir sind ja im Mischwald. Mhm. Wenn man den Berg rauf, dann geht das über in Nadelwald. Und ganz oben wird es dann. Ich bin wieder da und undetected. Sehr gut. Gott sei Dank. Hirsch voraus. Hirsch voraus. So, dann investiere ich noch nichts in unsere derzeitige Bleibe, oder? Ist, hat sie das. Nein, das war ein Händler. Also okay. Wir können das Haus können wir nicht verwenden. Das habe ich jetzt nicht verfolgt. Scusa. Mitten in den Arsch. Ist er weitergelaufen? Armer Hirsch. Tut leid. Ja. Er steht aber schon wieder. Aha, was habe ich jetzt? Warum kann ich mich schon wieder nicht? Das ist das mit dem Bogen schon wieder. Das Ding haben sie auch noch immer ist nicht. Ist der Bogen noch ganz bei dir? Ja, ist ganz. Okay. Ich bin bis zur Hälfte, wenn runter der Bogen halt relativ lang. Okay. Durch das, dass man nirgends mit ihm draufschlägt. Boah, jetzt bin ich gejagt. Scheiße, ich wollte. So, ich werde es aber trotzdem. Hab ihn. So, da war das Steinchen. Ich bin nur immer gejagt, scheiße. Ich bin. Okay, ich werde das da mal essen. So. Warte, was? Da ist er. Bei mir geht es langsam runter, ich bin auf null mit dem Futter. Ja, ich komme gleich mit dem ersten. Ich wollte nur den zweiten da jetzt noch mitnehmen. So. Und mach mich auf den Heimweg. Sehr schön. Da oben zwischen den Nadelbäumen sieht man nämlich das Wild ein bisschen leichter. Als wie bei uns im Mischwald. So, ich laufe direkt heimwärts. Okay. Dann. Okay. Fetter. Ich bin ja noch. Was ist denn das? Alter! Was? Ist das geil? Eine Höhle, die. Anscheinend schon von irgendeinem Überlebenden oder so. Okay. Schon mal in Beschlag genommen wurde, die ist verkleidet. Also hat der Höhleneingang selbst versperrt. Okay. Mit so rostigen metallen Platten und so. Zombie. Ich wusste es, ich hab da was gehört. Ja, bei mir und ist aber auch. Und ich glaub, da ist sogar was drinnen. So, jetzt habe ich eine Taschenlampe. Ja, das ist cool. So, ich befreie. Bin ich so weit weg? No, nicht wirklich. Ich laufe schon eine schöne Zeit. Okay. Ah, bist du gleich da?
Gehen wir erstens auf Null. Hast du irgendein Snowberry dann dabei? Dann geht die Ausdauer nicht mehr rauf, gell? Nein. Oder ein rohes Ei, aber gut. Ja, Snowberry sogar. Ja, die bringen 2 Punkte. So. Müsste es gleich da sein. Das ist nicht mehr mit. So. Jetzt gehe ich dann auch mal auf Loot-Tour. Ja, sieht das aus. Sehr schön. Achtung, nicht erschrecken, lauf direkt an dir vorbei. Ja. So, rein geht's, Essen gibt's. Ja, Futter. Need Futter. So, drinnen kann eh keiner sein. Ups, das. Hä? Was denn? Keine Ahnung, warum ich da jetzt nicht drauf gekommen bin. Hast keine Kraft mehr? Naja, das ist die blöde Dachschräge. So, gegrilltes Wildbrett geht natürlich nicht. Upsasa. Ich nehme. Weil wir immer kein Grillrost haben. Gekochtes so. Fleisch, aber dann. Na, da verlieren wir zu viel Wasser. Nein, dann mache ich verkohltes. Mhm. Geht auch nicht aus. Ich werde so. Gleich mal was trinken. Drinnen ist. Das haben wir, da haben wir jetzt. Hast kein du Problem. Bord? 2. Die unterste steht. Passt. Ja. So, 2 Snowberries behalte ich. Das müssten nur 2 gehen. So, dann gehen wir mal mit dem Wasser rauf. Ja. 2 Snowberries, lass mich auch kurz rein. Was willst du denn? Snowberries, 2. Eier lege ich rein. Das sind wir noch eins dran. Die dritte habe ich jetzt. So. Einer geht noch. Eisen. Leben am Limit. Genau. So. Eilis. Zack, rein da. Fetterbe. Ja. Schmeiß ich auch einmal vor. Aber jetzt mache ich gleich. Fackeln, richtige Fackeln. So, die Taschenlampe geben wir vorläufig einmal da her. Mhm. Stofffetzen tun wir da rein. Die Fackeln, Fackeln. Casino-Chatons. Und das Fackeln. Da müssen wir abkochen. Kann ich? Kannst. So. Ja, nicht ins Feuer laufen. Das brauche ich noch. Ich mache gleich ein Leder auch wieder. Und deine Sachen, gell? So. Torch. Die ganzen Konserven habe ich auch reingeschmissen zum Abkochen. Mhm. So, und die nehmen wir da 2 Fleisch. Da. Schauen wir mal, wie weit ich mit dem komme. Da wieder Crafting. Du brauchst einen Bogen. Einen Wooden Club. Und ich gehe dann mal raus. So, wir. So. Eins habe ich mir noch genommen, 5 Fleisch sind noch drin für die. Alles klar. So, ich bin jetzt auf 48. 3 habe ich gegessen. Mhm. Soll ich da Holz, Steine, irgendwas reinlegen oder hast du von dem genug? Im Moment habe ich genug. Gut, passt. So, schau mal. Okay, 3 Fackeln hätte ich bereits. Okay, die arbeiten noch. Was kann ich von meinem alles zerlegen? Du, Steinaxt. Steinaxt, Klapp und Bogen. Passt. Den bekommst du gleich. Ich arbeite daran. Zerlegen. 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 So. Schaufel zerlege ich auch. Selbst wenn du jetzt noch keine hast, die brauche ich vorläufig noch keine. Und bis ich es brauche, gibt es sicher bessere.
Okay. Gut. Dann vergreife ich mich mal an dem verkohlten Fleisch. Ah ja, und trinken wollte was. Gibt's noch Konserven? Mit reinem Wasser. Wie hoch bist du mit Essen? 43, glaube ich. Okay, dann lege ich dir noch das letzte verkohlte Fleisch da rein. Ja. Okay, danke. Bist du voll, oder? Nein, ich bin auf 63, glaube ich. Ja gut, aber ich brauche weniger wie du. Dann lass es drinnen. Okay. So. Eine leere Dose bekommst du noch. Feuer ausgeschalten. Oh, 6 Fackeln. Ja, her damit. Und das Werkzeug und so. Und dann machen wir wieder einen Weg.